Und zwar soll die eine Hälfte der Jugendarbeit unserer Gemeinde zugutekommen, die andere Hälfte für die evangelisch-lutherische Kirche in Honduras bestimmt sein. Honduras ist eines der ärmsten Länder dieser Erde. Etwa ein Drittel der Bevölkerung kann nicht lesen und schreiben. Kinder und Jugendliche müssen oft schon zum Familienunterhalt mit beitragen. Die evangelische Kirche in Honduras unterhält einen Ausbildungsfonds, damit Kinder und Jugendliche eine angemessene Schul- und Berufsausbildung ermöglicht wird. Amen. Lassen Sie uns beginnen mit dem Lied Danke. Liebe, die uns lieben lässt,
Hoffnung für unser Leben und für diese Welt. Sei uns nah mit deiner Liebe und Wahrheit, damit alles, was wir denken und tun, Sinn gewinnt. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Die Lesung für den heutigen Tag steht in Matthäus Evangelium im 16. Kapitel. Jesus kam in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach: Wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Sie sprachen: Einige sagen, du seist Johannes der Täufer. Vater, die Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ewiger Gott, wir wollen dir diese Jugendlichen nahebringen, die heute konfirmiert werden. Du weißt, dass sie, wie wir alle, manchmal unsicher sind, ob der Glaube trägt. Wir bitten dich, erfülle deine Zusage an ihnen und uns. Gib ihnen wie uns Vertrauen und Festigkeit im Glauben. Uns Erwachsenen verlieh,
was wir bei diesen Jugendlichen versäumt haben, wo wir dir und deinem Wort im Weg waren, sie durch Unsicherheit, Ungeschick oder Unglaubwürdigkeit verunsichert haben. Setze du dich gegen unser Versagen durch. Wir danken dir dafür, dass du jede und jeden von ihnen gefunden und angenommen hast. Weise ihnen ihren Weg und lass sie am Glauben festhalten. Lass sie einen Platz finden in unserer Gemeinde und in dieser Welt, wo sie gebraucht werden und Lebenserfüllung finden durch dich. So beten wir gemeinsam zu dir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel. Christian, dein Konfirmationsspruch lautet: Die Augen des Herrn sind an allen Orten. Sie schauen auf Böses und Gutes. In Sprüche 15, Vers 3. Niklas, dein Konfirmationsspruch lautet: Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. Psalm 121, Vers 9. Der Segen des allmächtigen und barmherzigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, kommt über euch und bleibe bei euch, jetzt und alle Zeit. Friede sei mit euch. Lassen Sie uns nun singen, God will bless you, Gott will dich segnen.
Thank you.
Ja.